Moin, warum du noch nicht dein Traumleben lebst. Dein Traumleben mit deinem Seelenpartner zusammen oder auch mit deiner Seelenaufgabe. Einfach das Leben, was du dir von ganzem Herzen wünschst. Warum das so ist und wie du das ändern kannst. All das noch viel mehr verrate ich dir in diesem Podcast-Video. Wir sind Sanette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, vielleicht kennst du schon die Aussage, fix your life, fix your story. Frei übersetzt, ändere dein Leben, ändere deine Story. Also wenn du dein Leben ändern möchtest, musst du deine Story ändern, deine Geschichte, die du dir erzählst. Und vielleicht denkst du jetzt, welche Geschichte erzähle ich mir? Die Geschichte, die du dir tagtäglich erzählst und die du dir schon dein Leben lang erzählt hast. Wo natürlich immer im Laufe der Zeit immer noch mehr Parts mit reingekommen sind. Und meistens ist diese Story, die wir uns tagtäglich erzählen, nicht unbedingt eine Story, die uns richtig glücklich macht, sondern eher eine Story, die uns klein hält, wo wir eher im Mangel sind, wo wir uns Dinge nicht zutrauen oder eben auch denken, dass wir das nicht verdient haben. Das hat natürlich mit unserer Gesellschaft zu tun, in der wir groß geworden sind. Jetzt ändert sich ja alles in der neuen Zeit, yay! Und natürlich auch mit dem, was du erlebt hast. Das ist natürlich bei jedem unterschiedlich und sehr individuell zu betrachten. Aber ich glaube, wir alle haben irgendwo auch Momente erlebt, wo wir das Gefühl hatten, abgelehnt zu werden und uns für uns dann so einen Glaubenssatz hinterlegt haben, sozusagen, wir sind nicht liebenswert oder wir sind es nicht wert oder auch das ist was für andere oder Reichtum, wir werden nie reich sein oder Geld ist was für andere oder Geld ist schmutzig und all diese ganzen Sachen, du kennst sie. Und daraus haben wir eine Story entwickelt und diese Story erzählen wir uns tagtäglich. Und wir wundern uns natürlich, warum ändert sich unser Leben nicht. Ich meine, wir haben doch diese Wünsche und wir haben auch schon viel gemacht. Und da kann ich mir vorstellen, dass du sehr viel schon gemacht hast, wenn du dir dieses Video anschaust. Oder vielleicht bist du auch gerade dabei zu starten und denkst dir, wow, ich will noch mal gucken, wie kann ich da am besten loslegen. Das heißt, diese Story ist natürlich unbewusst, was das Gemeine ist, dass uns natürlich nicht sofort bewusst ist, ah, was denken wir da eigentlich die ganze Zeit, was erzählen wir uns in tagtäglich, was ist denn unser Self-Talk? Aber das können wir ändern, indem wir natürlich bewusst damit umgehen, indem wir uns bewusst mal beobachten. Und wenn du dir dein Leben anschaust, schau dir mal die Punkte an, die für dich noch nicht stimmen. Das heißt, daran gilt es, innerlich etwas zu ändern in dir. Da gilt es etwas, sage ich mal, vielleicht auch Ängste aufzulösen oder auch Blockaden zu transformieren, Ängste in Stärken und überhaupt erstmal zu erkennen, was ist denn da überhaupt los. Das erlebe ich immer wieder in meinen Selbstermächtigungssessionen. Das ist der Wahnsinn, wenn wir in unsere neue ID gehen, sozusagen zu der Version werden, um das überhaupt leben zu können, was wir uns wünschen, habe ich ja auch oft drüber gesprochen. Das heißt, also wenn du dir jetzt dein Leben anschaust und sagst, oh, der Punkt stimmt irgendwie noch nicht so, wie ich ihn gerne hätte oder der Punkt, guck mal, was du für eine Überzeugung hast, was du für einen Glauben hast. Was für Gedanken kommen da hoch, ne? Wenn du vielleicht noch nicht so erfolgreich bist, wie du vielleicht gerne sein möchtest. Vielleicht ist da diese Angst, Erfolg zu haben, weil es geht ja auch darum, das, was wir uns wünschen, wirklich annehmen zu können. Dass wir annehmen können, uns das erlauben können, dass wir mit unserem Seelenpartner zusammen sind, dass wir wirklich so geliebt werden, dass wir wirklich auserwählt worden sind, auch, dass wir erfolgreich sein können, das müssen wir auch erstmal annehmen. Ich will es dir an einem Beispiel erzählen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich damals in der Design- und Kommunikationsbranche richtig erfolgreich war. Ne? 24 Stunden am Tag gearbeitet, so hat sich das letztendlich angefühlt. Nein, das waren 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und. Ich habe eigentlich nur gearbeitet. Zum Glück habe ich etwas gemacht, was mir Spaß bringt, nämlich zu designen. Aber letztendlich war es ja so, dass ich eigentlich gar nicht mehr Herr meines eigenen Lebens war. Ich habe gar nicht mehr über meine Zeit bestimmt, sondern das haben andere getan. Das war für mich Erfolg. Und bei wem habe ich mir das abgeguckt? Natürlich bei meinem Vater. Der hat auch ganz, ganz, ganz viel gearbeitet. Und letztendlich habe ich das übernommen, weil ich dachte, so gehört das. Und in der Branche war das damals sowieso so üblich. Das machte man so, das hast du auch nicht hinterfragt. Als ich nun aber in mein Seelenbusiness sozusagen reingegangen bin, als ich diesen Switch gemacht habe, hatte ich ganz große Angst davor, Erfolg zu haben. Das musste ich mir aber auch irgendwann mal eingestehen, weil es fing recht schleppend an. Also erst war ich, hey, ne, das ist so bei der Seelenaufgabe, das mache ich jetzt hier. Und dann habe ich sehr viel Gegenwind bekommen. Und letztendlich bin ich immer kleiner geworden und habe mich gar nicht mehr so richtig getraut, mich zu zeigen. Das habe ich natürlich geändert, weil ich gemerkt habe, oh, da ist etwas, an dem ich arbeiten muss. Und das ist das Spannende, oder eben arbeiten darf, das ist das Spannende, wenn sich sowas eben zeigt, so Ängste oder auch, dass wir merken, so,
das fühlt sich jetzt gerade gar nicht so gut an oder was ist denn da, was da gerade aufsteigt in mir und eben gesehen werden möchte, damit man das ändern kann. Und dann ist mir wirklich aufgekommen, dass ich dachte so, ich muss natürlich auch mal gucken, was bedeutet denn Erfolg überhaupt für mich? Und da ist es mir klar geworden, was Erfolg für mich bedeutet und wovor ich so eine Angst hatte, so erfolgreich wieder zu sein. Bis ich für mich erkannt habe, ich kann mir eine neue Story erzählen, was Erfolg angeht. Dass Erfolg anders sein kann, dass Erfolg leicht sein kann. Nicht hart arbeiten, sondern leicht. Indem ich natürlich mit meiner Seelenaufgabe mache, das, was ich liebe, ist ja logisch, das ist für mich gar keine Arbeit mehr, sondern das ist natürlich mega leicht. Aber ich muss nicht mehr 16 Stunden am Tag arbeiten. Natürlich beschäftige ich mich immer damit, weil ich einfach hier auch bewusst und offen durchs Leben gehe und das ja auch zu meiner Seelenaufgabe gehört, zu beobachten, zu sehen, zu channeln, was passiert hier gerade, um dir das natürlich auch weiterzugeben. Aber letztendlich habe ich dann für mich mir erlaubt, Erfolg ganz neu zu definieren. Ich habe angefangen, mir eine neue Geschichte zu erzählen, wie Erfolg für mich sein wird, wie er für mich ist. Und du kannst dir vorstellen, was passiert. Es hat sich verändert und ich bin jetzt richtig glücklich, erfolgreich zu sein, aber weil ich mir den Erfolg selbst definiert habe. Und das ist mit allen Dingen so. Guck einfach mal in deine Lebensbereiche so zu sein und rein und schau mal, was für eine Definition hast du von diesem Lebensbereich? Was kannst du ändern mit deinen Gedanken, mit deinen Überzeugungen? Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde und eben auch mega cool finde, wenn du dir mal erlaubst, neue Fragen zu stellen. Das heißt, denn oftmals, das haben wir auch in dieser Gesellschaft so gelernt, sind wir immer eher so mit dem Negativen unterwegs. Was, wenn das passiert? Wenn das schief geht? Was, wenn er mich doch nicht so liebt? Was, wenn ich mich geirrt habe, dass es mein Seelenpartner ist? Was, wenn die Leute das gar nicht haben wollen, was ich anbiete? Was, ne? Diese Fragen. Aber das ist ja eher eine Entmächtigungsfrage, so möchte ich sie mal nennen. Wäre es dann nicht sinnvoller, eine Ermächtigungsfrage zu stellen? Zum Beispiel, was wäre denn, wenn er das schafft, sich von seiner Ehefrau zu trennen? Was ist denn, wenn ich das schaffe, erfolgreich zu sein? Was wäre, wenn die Leute das richtig toll finden, was ich mache? Was, wenn die Kunden schon Schlange stehen von dem, was ich mache, wenn ich zum Beispiel meine Seelenaufgabe lebe? Wo die Frage eigentlich schon beantwortet ist, weil wenn das deine Seelenaufgabe ist, dann warum du hier bist, hat deine Seele auch dafür gesorgt, dass du Kunden hast. Das ist ja das Coole. Und die stellen wir ja auch immer in meiner Seelenaufgabe, Channeling Coachings, also in dem Programm, was ich anbiete. Also das ist mega cool, das mal zu hinterfragen, was wäre denn, wenn das noch viel schöner kommt oder wird, wie ich mir das vorstelle. Ist das nicht cool oder viel schöner ist, damit es nicht in der Zukunft bleibt. Und das finde ich mega spannend, wenn wir anfangen, uns neue Fragen zu stellen. Das zu verändern und zwar ins Positive, weil du weißt, ne, da wo wir unseren Fokus haben, das ziehen wir an. Das heißt, wenn wir natürlich immer denken, was, wenn es passiert, wenn es nicht klappt, was, ne? Dann ziehen wir das natürlich an, weil da unser Fokus ist. Natürlich wird das alles aufpoppen, warum es nicht passiert oder nicht gut werden kann oder nicht funktioniert oder nicht gelingt oder warum er uns jetzt nicht zeigen kann, dass er uns liebt oder wie auch immer. Wenn du das umdrehst, hast du deinen Fokus auf das Positive und das kann in dein Leben kommen. Das ist mega spannend. Und das sind so einfache Dinge, die ich so liebe, wenn wir da einfach bewusst mit umgehen, dass wir das dann eben letztendlich auch ändern können. Das heißt auch, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du eine Entscheidung triffst, entscheiden, das heißt scheiden, also dass du dich von etwas trennst, heißt das, dass du deinen Fokus auch ganz klar veränderst und dass du auch in einer ganz, ganz anderen Energie bist. Weil du weißt, dass selbst wenn du dich für etwas entschieden hast, dass das funktioniert, wird es funktionieren, weil du in dieser Energie unterwegs bist. Das ist mega cool. Dann wirst du dich vielleicht fragen, ja, aber Moment mal, wie ist denn das? Mit den Storys, die wir uns tagtäglich erzählen. Mein Seelenpartner erzählt sich ja auch eine Geschichte tagtäglich. Ne? Und jetzt erzählen sich zwei Leute da irgendwie Geschichten, die sagen, nee, das funktioniert nicht und all diese ganzen Sachen oder ich bin es nicht wert oder ich kann es nicht. Wie auch immer, wie machen wir denn das da? Ganz klar, er hat seine Story, du hast deine Story. Seine Story kannst du im Moment natürlich nicht ändern, aber du kannst aktiv deine ändern. Aber das Spannende ist ja bei Seelenpartner, wenn du deine Story änderst, hat er die Chance, auch seine zu ändern, weil du ihm was ganz anderes vorlebst, weil du ihn energetisch ganz anders mitnehmen kannst, weil du energetisch ihn einfach auch ganz anders an die Hand nehmen kannst oder beziehungsweise ihm mehr Raum geben kannst, mehr Sicherheit geben kannst, dass er sich auch seine Story ändern kann
oder ihr sprecht eben auch darüber. Sag mal, welche Story erzählst du dir denn eigentlich so einen ganzen Tag, was jetzt auch unsere Partnerschaft angeht oder warum wir noch nicht zusammen sind und all diese ganzen Sachen, um zu schauen, was können wir denn machen, um zusammen zu sein oder dass wir zusammenkommen oder dass wir eben diese wunderbare Liebe leben können. Du weißt ja auch, Seelenpartner sind Spiegel, also was ist da vielleicht noch zu bearbeiten? Und wichtig ist eben auch, dass du daran glaubst, auch wenn es jetzt noch nicht geschehen ist. Es wirklich ein Herzenswunsch ist und du sollst ja hier sein, um auch dein Traumleben zu leben. Das heißt, deine Seele hat es ja für dich schon alles vorbereitet. Es ist ja schon alles da. Es ist noch nicht sichtbar für dich. Weil wenn du nicht daran glaubst, wird es nicht funktionieren. Denn Glauben bedeutet ja auch, dass du dich traust, den Mut hast, den Schritt zu gehen, damit es eben sich auch verwirklichen kann. Und wie gesagt, dein Traumleben, deine Seele hat dir alles schon vorbereitet. Wenn das von deinem Herzen kommt, deine Herzenswünsche, das sind die Wünsche deiner Seele, es ist alles schon da. Aber du musst dich trauen, du musst dich öffnen, du musst es annehmen können. Guck mal, genauso, ich lebe jetzt mein Traumleben. Ich bin mit Lutz nach Kapstadt gegangen. Hätte ich mir die Frage gestellt, oh, wenn das nicht klappt und oh, wenn das, nein, das war für mich klar, dass das funktioniert. Und was hatte ich für eine Einstellung, dass es noch viel schöner wird, als ich es mir vorstellen kann? Und was ist passiert? Es ist so und es wird auch täglich schöner. Und das ist das Faszinierende daran. Wenn wir uns öffnen und wenn wir uns nicht klein machen und uns das selbst ausreden wollen, weil das ist es, mit deiner Story redest du dir dein Glück aus, deinen Erfolg aus, deine Freude aus, das, was letztendlich passiert, dein Traumleben aus. Weil du dir einredest, dass es nicht funktionieren kann, weil du dir einredest, dass du es vielleicht nicht wert bist. Aber das ist doch bescheuert, oder? So einer Story zu glauben, den Zweifeln zu glauben, nein, den Ängsten zu glauben, nein. Lass uns damit aufhören, sondern das bringt doch viel mehr Spaß, wenn wir an unsere Wünsche glauben, wenn wir nicht unseren Wünschen die Magie nehmen, unseren ganzen Zweifeln, sondern wenn wir unsere Wünsche ja in dieser Magie sich entfalten lassen können. Und einfach, dass wir positiv da dran gehen und sagen, hey, das wird schon. Vor allen Dingen wird es noch viel cooler, als ich es mir vorgestellt habe. Schreib gerne mal in die Kommentare einen Ermächtigungssatz, der dir jetzt gerade so auf der Seele liegt und sagst, so, das möchte ich jetzt mal ändern. Ich würde mich mega darüber freuen, dass wir dich feiern können mit deinem neuen Ermächtigungssatz, der dich jetzt auf alle Fälle weitertragen wird, ja, zu dem, was du dir letztendlich wünschst. In dein Traumleben, mit deinem Traummann, mit deiner Seelenaufgabe, wie auch immer. Wenn du meine Hilfe brauchst, schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettburmester.com. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Ein High Five auf dich. Ich weiß, du schaffst das. Lach und smile, so oft du nur kannst. Ciao for now. Deine Annette und Easy. Tschüss.